Doppelpass Donnerstag Teil 3. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute kümmern wir uns mal um hohe Bälle. Übung 1 zum Aufbau. Ihr braucht nur einen Ball und eine Wand. Wird so aussehen, dass wir ganz einfach mit der Innenseite an die Wand passen. Das Ganze natürlich mit einmal Dobsen auf dem Boden und alles aus der Luft. Auch da wieder Ballgefühl, Rhythmus, Fußgelenk stabil, rechts und links im Wechsel. Übung 2 sieht identisch aus, nur diesmal benutzen wir den Spann. Gleicher Ablauf, rechts und links im Wechsel. Ganz wichtig, Fuß stabil, einmal Bodenkontakt und dann wieder den Rhythmus finden. Coaching Points hier ganz wichtig, dass wir immer wieder auf dem Vorderfuß schnell uns bewegen können. Beim Spannen Fuß durchgedrückt, festes Sprunggelenk, Kontakt, das gleiche gilt für die Innenseite. Immer wieder stabil im Sprunggelenk sein. Übung 3 sieht so aus, dass wir beides kombinieren in einer Endlosschleife. Das bedeutet zum Beispiel, seid kreativ, überlegt euch euren Ablauf. Ich habe mich dafür entschieden, den Ablauf so zu wählen, dass ich sage, Innenseite, Innenseite, Spann, Spann. Ich mache es euch kurz vor. Auch da wieder ganz wichtig, findet euren Rhythmus, findet das Ballgefühl, weil Wiederholungen sind alles. So, Jungs und Mädels, mir ist bewusst, dass die Übungen relativ einfach aussehen, aber genau darauf kommt es an. Das sind die Basics, die wir im Fußball brauchen. Das macht unsere Technik aus. Und die entscheidende Frage ist einfach nur die, wie groß ist euer Wille, besser zu werden? Wie viel investiert ihr in dieser aktuellen Zeit, um auch da möglichst viele Kontakte im Fußball zu sammeln? Das war's vom 3. Doppelpass Donnerstag. Denkt dran, bleibt zu Hause, bleibt gesund, fit machen wir euch.